Hallo zusammen. Thema heute: Auswahl der richtigen Stabelektrode. Ich habe euch hier eine Anzahl von Stabelektroden mitgebracht und möchte euch die wesentlichen Unterschiede erklären. Zum einen kann man hier erkennen, wir haben unterschiedliche Dicken, also Kernstabdurchmesser. Zum anderen haben wir auch unterschiedliche Längen, wie man an dieser Unterteilung sehr schön zeigen kann. Worin unterscheiden sich die Stabelektroden am meisten? Beginnen wir mal bei den Grundlagen. Wir haben vier reine Umhüllungstypen. Das ist sauer umhüllt, basisch umhüllt, rutil umhüllt und Zellulose umhüllt. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen nach ihrem Einsatzgebiet. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist, wie man hier unschwer erkennen kann, der Durchmesser. Wir haben 2,5 mm und haben bis hin zu 5, maximal 6 mm Kernstabdurchmesser als Stabelektrode zur Verfügung. Nehmen wir uns die Zellelektrode. Die Zellelektrode ist die Elektrode, die vorzugsweise im Pipeline-Bau, Rohrleitungsbau zum Einsatz kommt. Sie hat hervorragendste Fallnaht-Schweißeigenschaften, weil sie eine sehr dünne Umhüllung mit wenig Schlacke hat. Das ermöglicht dem Schweißer das Beherrschen der Schlacke in dieser schwierigen Fallnaht-Schweißposition. Zellulose-umhüllte Elektroden haben eine Besonderheit, die zu beachten ist. Sie werden sowohl am Minus- als auch am Pluspol verschweißt, was bedeutet Wurzellage Minuspol, und der weitere Lagenaufbau wird am Pluspol verschweißt. Diese Elektrode hier ist auch sehr weit verbreitet. Es ist die basisch umhüllte Elektrode. Sie kommt vorzugsweise im Tankbau, Apparatebau und überall dort zum Einsatz, wo hohe mechanische und technologische Gütewerte im Vordergrund stehen. Sie werden rückgetrocknet verschweißt, das bedeutet, sie werden in einem Spezialofen je nach Herstellerangaben über mehrere Stunden mit einer bestimmten Temperatur getrocknet und werden darüber hinaus zwingend am Pluspol der Schweißmaschine verschweißt. Diese Elektrode ist die rutilumhüllte Elektrode. Sehr weit verbreitet, vor allem dann wird sie eingesetzt, wenn man sehr oft wieder zünden muss. Zu guter Letzt gibt es auch noch die sauer umhüllte Elektrode. Diese hat mittlerweile an Bedeutung verloren. Das hat folgenden Grund. Sie ist sehr dünnfließend vom Schmelzgut und daher in der Zwangsposition sehr schwierig zu verschweißen. Abgelöst worden ist sie durch die rutil- oder basisch umhüllte Elektrode beziehungsweise auch durch eine Vermischung von rutil- und basischen Anteil in einer sogenannten basisch-rutilen oder rutil-basischen Elektrode. Eine wichtige Angabe für den Anwender findet man auf diesem Typenschild. Durchmesser, vorgeschlagene Stromstärke in Abhängigkeit von dem gewählten Durchmesser und in welcher Position diese Stabelektroden schweißbar sind. Und last but not least, man kann hier erkennen, auf den Informationen des Typenschildes, welche Polarität der Hersteller zur Verschweißung empfiehlt. Wir sprachen über die Einstellung der Stromstärke. In Abhängigkeit vom Kernstab gibt es eine Faustformel zur Errechnung der Stromstärke. 20 mal Kernstabdurchmesser wird eingesetzt für die Wurzelraupe. 60 maximal wird eingesetzt als Faktor zur Berechnung der Stromstärke bei Füll- und Decklagen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mit diesen nützlichen Hinweisen die richtige Stabelektrode für euren Einsatz findet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns! Danke fürs Zusehen, und wenn ihr wissen wollt, welches E-Handgerät das Richtige für euch ist, dann schaut euch dieses Video an.